Welterbe ist das Einzigartige, was alle Menschen auf dieser Welt miteinander verbindet. Denn es fördert den Respekt vor der Kultur des jeweils anderen. Welterbestätten sind einzigartige Zeugnisse menschlicher Schöpferkraft und der Natur. Ihr Schutz, ihre Vermittlung fördert Toleranz, die gegenseitige Kenntnis von Zusammenhängen, den Respekt vor der Kultur des anderen, und damit sind sie unersetzbar für das menschliche Zusammenleben, für die Humanität insgesamt. Das Welterbe verbindet, wie der Name es schon ausdrückt, eigentlich die gesamte Welt, alle Menschen, aller Kontinente, aller Sprachen, ein universeller Anspruch, und das macht es so wertvoll, diesen Gedanken zu befördern, um der Gefahr zu begegnen, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Uns verbindet ein Anspruch des Respekts zu anderen Kulturen, für das gegenseitige Miteinander, ein Anspruch auf Neugierde, auf Toleranz und gegenseitigen Austausch. Ja, man kann sich im Internet die Homepage der Deutschen UNESCO-Kommission anschauen oder auch hier der Homepage einer einzelnen Welterbestätte. Da finden sich viele Angebote, viele Informationen, virtuelle Rundgänge durch die Welterbestätte. Ich glaube, man hat ein umfassendes Angebot, um up-to-date zu sein, um die neuesten Entwicklungen kennenzulernen, aber auch natürlich den Inhalt, die Kultur dieser Städte zu erfassen.